Falk, meine Schwimmbase. All ihren Ich freue mich, Sie alle heute anlässlich der Wiedereröffnung unseres Grundbades hier bei schönstem Wetter begrüßen zu können. Wir hätten heute auch ein Freibad aufmachen können, aber heute machen wir das Grundbad, das Hallenbad der Gemeinde Ebsdorfer Grund nach nur dreimonatiger Sanierungspause wieder auf. Und ich freue mich deswegen so darüber, weil in den letzten Jahren viele Schwimmbäder geschlossen wurden. Wir stehen zu unserem Schwimmbad auch nach 43 Jahren und sichern es durch die Sanierungsarbeiten, die insgesamt 1,5 Millionen Euro gekostet haben. 608.000 Euro haben wir von der Bundesrepublik als Zuschuss erhalten für die nächsten 20 Jahre. Ich möchte mich bedanken bei insgesamt 20 Firmen und drei Ingenieurbüros, die in den letzten drei Monaten hier tolle Arbeit geleistet haben. Neben mir steht der Architekt und seine Frau, das Büro Vermont aus Heske-Mölln, ein Heimspiel. Und Anna Merkel hatte sozusagen hier die Verantwortung neben Herrn Hammercheck von der Gemeindeverwaltung, vom gemeindlichen Bauamt auf sich genommen. Und wir haben auch einen Fachplaner, den Herrn Rakemann, für die energetischen Fragen eingebunden gehabt. Und obendrein die Schreinerei Rabe, den Herrn Fritz Wolf, der für die Foyergestaltung, für die Optik, für die Neugestaltung des Eingangsbereiches zuständig war als Generalunternehmer. Es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass ein solches Bad sich nach 43 Jahren immer noch so in einem guten Zustand befindet. Und dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei allen, die für das Schwimmbad zuständig waren, angefangen von Herrn Müller und Herrn Braun, unsere ersten Betriebsleiter, die leider verstorben sind, und heute in Person für die ganze Mannschaft unseres Grundbades, die vor mir steht, Frau Sina Heck. Das Grundbad bietet 10 Menschen eine Arbeit. Und wir hoffen, dass es auch weiterhin gut genutzt wird und jetzt noch mehr Menschen in unser Grundbad kommen. Es ist jetzt neu und modern, mit großen Fenstern, mit Wellnessliegen, mit einer viel größeren Aufenthaltsfunktion versehen. Und man kann übrigens jetzt auch vom Parkplatz bis ins Wasser barrierefrei in unser Grundbad kommen. Und da möchte ich mich ganz besonders bei einer Frau bedanken, bei der Frau Priel aus Hachborn, die mit der Behindertensportgemeinschaft Ebsdorfer Grund es möglich gemacht hat, dass die Rampe, auf der Sie jetzt auch stehen, hier gebaut werden konnte. Sie hat über 2 Jahre Geld eingesammelt, Zuschüsse eingeworben, dass diese Rampe möglich wurde. Und übrigens hat die Behindertensportgemeinschaft auch den Lifter gespendet, mit dem man vom Beckenrand ins Becken kommen kann. Es gibt jetzt obendrein auch eine Behindertenumkleide. Und ich denke, wir werden jetzt auch noch attraktiver, nicht nur für behinderte Menschen, sondern auch demnächst für junge Leute sein. Wir haben bislang nur ein Kleinkinderplanschbecken, das wir in den nächsten 2 Jahren auch noch ersetzen und erneuern wollen. Wir werden noch eine Rutsche einbauen. Die ist in einer Handmanufaktur, einer besonderen Firma, die aus Edelstahl solche Rutschen herstellt. Sie ist 10 Meter lang, 3 Meter hoch und wird demnächst noch hier in unserem Grundbad Einzug halten, damit wir nicht nur für Kleinkinder, sondern auch für Kinder bis ins Grundschulalter, bis vielleicht 10, 12 Jahren auch attraktiv sind. Wir wollen weiterhin für unsere treuen Gäste, die Kursteilnehmer, attraktiv sein. Freuen uns, dass es jetzt am Montag wieder losgeht, nachdem wir eine Woche lang schon eine Testphase hatten mit den Schulschwimmern. Das ist übrigens die wichtigste Gruppe in unserem Schwimmbad. Die Schulschwimmer, die aus vielen Schulen, nicht nur aus der Gemeinde Ebsdorfer Grund, zu uns kommen.
freue mich, dass heute sehr viele Nutzergruppen das Bad vorstellen und Sie auch backstage im Keller das Schwimmbad kennenlernen, die Technik. Frau Sina Heck und ihr Team zeigt Ihnen alles, mit der Bube Rauch vor allem, wie das Bad sozusagen betrieben wird, dass Sie immer angenehme Temperaturen und tolle Wasserqualitäten vorfinden. Und ich freue mich auch, dass bei uns die Feuerwehr ist, da ist, die Werbung für sich macht, aber auch mit dem Feuerwehrsport zu unseren regelmäßigen Nutzern gehört. Ich will es damit bei der Eröffnungsrede sozusagen belassen. Ich freue mich jedenfalls, dass die Gremien der Gemeinde vor einem Jahr die Entscheidung einhellig getroffen haben, zu unserem Bad zu stehen. Das ist nicht selbstverständlich, woanders wird ums Geld gestritten, das ist keine kleine Investition. Hier bei uns in der Gemeinde ziehen wir an einem Ende des Stranges, deswegen sind wir so erfolgreich. Wir haben in den letzten Jahren 8 von 10 Bürgerhäusern erneuert, rund erneuert. Wir werden übermorgen das rund erneuerte Dorfgemeinschaftshaus mit neuer Außenanlage in Rostberg einweihen. Vor uns steht der Musikergarten, ein 1,5 Millionen Projekt in Etzdorf und die Schaffung eines Kinderzentrums in der Mehrzweckhalle in Leidenhofen. Dann haben wir alle Bürgerhäuser, das Grundbad saniert. Dann steigt, glaube ich, die Lebensqualität im Ebsdorfer Grund noch mehr. Aus gutem Grund tun wir das in der Sonnenscheingemeinde Ebsdorfer Grund. Und jetzt schneidet die Frau Heck das Band durch und das Grundbad ist eröffnet. Sie können rein. Dankeschön. Wasser.